Spider-Man, Spider-Man. Kennst du das Lied noch, Toni? Ich kenne nur die Simpsons-Variante mit dem Spider-Schwein. Ja, da bist du genau der richtige Mann für mich, denn das hier ist The Amazing Spider-Man, das neue Spiel um den Spinnenmann und auch gleichzeitig sowas wie das Spiel zum aktuellen Kinofilm. Und wie man hier gleich sieht, die besondere Neuerung des Spiels im Vergleich zu den letzten beiden Spider-Man ist, dass es jetzt hier eine Open World gibt, und zwar Manhattan. Und dies schaut eigentlich ziemlich beeindruckend aus. Der Witz dran ist, und das ist eigentlich das Tollste am ganzen Spiel, dass man, wenn man hier durch die Stadt so durchfliegt und so sich ganz schnell bewegt, sieht erstens alles ziemlich cool aus. Ich finde auch, dass er ziemlich cool animiert ist. Aber sobald man dann die Story-Mission macht, was man hier gerade sieht, ist man ziemlich ernüchtert, weil die sind alle in wahlweise grauen oder braunen Laboren oder Kanälen. Und ist halt relativ ungeil. Und wer Batman gespielt hat, sieht auch hier gleich, die Entwickler haben sich da ein bisschen was abgeschaut. Ist so Arkham City für Arme, das Kampfsystem. Man hat hier diesen Netzsprint, heißt der. Original wäre er Webrush, schon ein bisschen cooler. Da kann man das Bild hier so ein bisschen einfrieren und dann sich aussuchen, wo man hin möchte oder wie man angreifen möchte. Und er führt es dann automatisch aus, wenn man die Taste loslässt. Ist quasi so ein bisschen eben für Spider-Picks, so einfach ist es. Aber macht eigentlich Laune, weil man so spektakuläre Dinge hinbekommt, ohne sich die Finger zu verknoten. Aber trotzdem lang nicht so cool wie die Batman-Spiele. Nein. Vor allem auch deshalb, weil die Nebenmissionen, von denen sieht man hier eine, in der Stadt, es gibt zwar ganz viele Sachen, die man sammeln und machen kann, aber die sind alle so öde bis ganz schnell erledigt und teilweise super simpel. Hier zum Beispiel drückt man einfach so lange Kreis und Dreieck, bis das Verbrecherauto gestoppt ist. Und dann ist die Nebenmission geschafft. Das macht einmal Spaß, aber halt keine 24 Mal. Nein. Deswegen wirkt das Ganze auch so ein bisschen gestreckt insgesamt, was so die Länge angeht. Schnell. Und dann kommen noch ewige Ladezeiten hinzu und dann weißt du schon, dass dies zwar ein ordentliches und cool gemachtes Comic-Umsetzungsspiel ist, aber leider halt kein so brillantes wie Batman. Alles wird gut, Peter. Gwen ist ein zähes Mädchen.